Und verehrte Muslime, wer den Heil und Sicherheit in diesem Leben und im Jenseits anstrebt, muss in erster Linie auf seine Überzeugungen achten, auf seine Aqida achten. Weil der richtige Glaube, Aqida, das feste Seil und Bindung zu Allah darstellt. Und der richtige Glaube, der ist, der die Muslime untereinander vereinigen lässt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß übersetzt, die da glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeiten vermengen, sie sind es, die Sicherheit haben und die recht geleitet werden. Wenn also unser Glaube, unsere Überzeugungen gesund sind, frei von jeglichen Arten von Schirk, wird Allah der Allmächtige unser Inneres und Äußeres verbessern, uns Sicherheit und Rechtleitung verleihen. Und Schirk ist, jemanden anderen etwas zuzuschreiben, was nur Allah zusteht. Eine dieser Formen von falschen Überzeugungen, die sich bei einigen Menschen eingeschlichen hat und die den reinen Glauben an Allah und Vertrauen auf ihn beeinträchtigt, ist der Brauch, an gute und schlechte Omen zu glauben. Zum Beispiel durch Vogel- und Tierbewegungen, dem Eintreten bestimmter Tage oder Begegnung bestimmter Personen Glück oder Unglück für sich oder andere prophezeien zu wollen. Vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, dass sie gesagt haben, wahrlich sind alle Dinge aus der Jahiliyyah, also aus der Zeit der Unwissenheit, aus der vorislamischen Zeit, unter meinen Füßen gestellt. Also sie sind nichtig, sie sind falsch, sie sind zertreten worden. Die Araber aus der vorislamischen Zeit nahmen die Richtung, in die Vögel und Tiere zogen, als ein Zeichen von unmittelbar bevorstehenden Glücks oder Unglücks und planten ihr Leben nach diesen Zeichen. Dieser Brauch, aus Vogel- und Tierbewegungen etwas zu lesen, wurde als Tiyaran bezeichnet. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte darüber, darin liegt weder Gutes noch Schlechtes. Das heißt, daraus kann man weder Gutes noch Schlechtes lesen. Weitere ähnliche Formen der falschen Überzeugungen ist das Lesen von Horoskop oder Sternzeichen, also eine Form von Wahrsagerei, auf die sich viele Menschen heute hängen. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer Tiyara, Omen macht oder für sich machen lässt, sich seine Zukunft prophezeien lässt oder jemanden verzaubern lässt, gehört nicht zu uns. Diese Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zeigt uns, dass diese und ähnliche Überzeugungen und Handlungen zu größten Sünden gehört. Er sallallahu alaihi wasallam sagte auch, wem Tiyara vom Durchführen seiner Bedürfnisse abhält, er hat Schirk begangen. Und wer Schirk begeht, liebe Geschwister, hat für sich das Eintreten ins Paradies ohne Abrechnung und ohne Strafe verwehrt. Liebe Muslime, wer sich in allen Angelegenheiten voller Vertrauen auf Allah verlässt, Allah wird ihn beschützen. Und wenn man sich bezüglich einer Angelegenheit nicht sicher ist, was man tun soll, wofür man sich entscheiden soll, dann betet man das sogenannte Istikhara-Gebet. Es wird eine Geschichte überliefert, dass der Gouverneur einer Stadt rausging, eine wichtige Angelegenheit zu erledigen. Und auf dem Weg einen blinden Mann traf, dessen Treffen er als Unglück deutete. So befahl er, diesen Mann einzusperren. Nachdem er seine Angelegenheit im Guten erledigt hatte, fragte ihn der blinde Mann nach einer Zeit, welches Verbrechen habe ich begangen, um eingesperrt zu werden? Der Gouverneur sagte ihm, dass er ihn nicht wegen Verbrechen eingesperrt hat, sondern dem schlechten Omen.
Er dachte sich, wenn ich einen blinden Mann treffe, bedeutet das, dass etwas Böses passieren wird. Und deswegen hat er ihn eingeschüchtert. Und der blinde Mann fragte ihn, was ist passiert, als du mich getroffen hast? Und der Gouverneur sagte, nichts außer Gutes. Und der Mann sagte, als ich aber dich gesehen habe, hat mich Schlechtes getroffen und ich wurde von dir eingesperrt. Wer von uns hat also mehr Recht, Unglück voneinander zu fürchten? Wobei der Gouverneur sich beschämt fühlte und sich entschuldigte bei diesem Mann. Die richtige Überzeugung, meine Geschwister, ist aber zu glauben, dass alle Ereignisse unter Bestimmung und Erlaubnis Allahs passieren und dass die Zukunft und das Verborgene nur und ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala kennt und nicht von jemand anderem außer Allah beeinflusst werden kann. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ibn Abbas radiallahu anhu, wenn du Hilfe suchst, dann suche Hilfe bei Allah. Und wisse, dass die gesamte Gemeinschaft, wenn sie sich versammelte, dir in einer Sache zu nutzen, sie dir nur in etwas nutzt, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Und dass sie, wenn sie sich versammelte, dir in einer Sache zu schaden, sie dir nur in etwas schadet, das Allah schon für dich niedergeschrieben hat. Die Schreibfedern sind hochgehoben und die Seiten sind getrocknet. Eines möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet in einem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keine Ansteckungen und kein Omen. Ich bewundere den aufrichtigen Optimismus. Sie fragten, was ist Optimismus? Er antwortete sallallahu alaihi wasallam, ein gutes Wort. Ein gutes Wort. Und die Eigenschaft des Optimismus ist es, die Ambitionen und den Eifer wieder erweckt und den Weg beleuchtet. Möge Allah uns dazu verhelfen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.